Meine erste Frage an Sie wäre, was passiert, wenn ich eine Frage absolut nicht weiß und wie wirkt sich das letztendlich auf meine Note aus? Ich glaube, es kommt darauf an, was für eine Frage es war. Es gibt dann so K.O.-Fragen quasi, die so quasi die Grundlagen abfragen, die man einfach können muss. Das gibt es auch. Und dann kann es natürlich sehr dramatisch für die Note sein, wenn es Fragen sind, die dann eher am Ende vielleicht aus einem Thema kommen, die dann eher für die Notengebung relevant sind, wo es irgendwie ein 1 oder ein 2, dann ist es natürlich nicht schlimm. Es ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich Sie frage, Sie haben einen Patienten da vor sich liegen, der offensichtlich im Schockzustand ist, was machen Sie da? Und Sie sagen, ich gebe ihm hoch und tätschle seine Wange, dann ist das einfach eine absolute K.O.-Frage. Wir müssen halt wissen, dass Sie Beine umlegen und ihm auch keinen Schnaps geben, wie das in Hollywood-Filmen gemacht wird. Kann man da allgemein sagen, das sind die ersten Fragen vielleicht immer oder kann das auch noch in der Mitte einer Prüfung so eine Frage kommen? Das ist, glaube ich, völlig unterschiedlich. Aber ich denke auch, das ist ja, Sie haben ja so eine Menge an Fragen sowieso in der Zeit. Wenn Sie da wirklich eine einzige Frage nicht wissen, denke ich, also klar, wenn es halt so eine wichtige Frage ist, kann es dramatisch werden, aber ich glaube jetzt zum Beispiel auch nicht, trotzdem nicht, dass Sie dann durchfallen würden, wenn Sie eine Frage nicht wissen. Und das ist auch ein Unterschied zu den Kurstestdaten zum Beispiel, wo wir in Anatomie in Kurstestdaten ganz bestimmte Themen nur abfragen. Wenn Sie zum Beispiel beim Thema Arm den Muskel Bizeps parallel nicht zeigen können, sind Sie in einer Sekunde durchgefallen. Aber wenn es in der Physikum passiert, wo wir dann natürlich mehrere Themen abfragen, dann ist es vielleicht nicht unbedingt ein Durchfallgrund. Ich würde empfehlen zu sagen, ich weiß es nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Sie es lieber haben, dass man rumrät oder noch was versucht, oder sollte man, wenn man wirklich keine Ahnung hat, dazu stehen? Sportlich sein und sagen, ich weiß es nicht, können Sie mir was anderes fragen. Weil das Schlimmste ist, wenn dann irgendwie falsche Sachen dann einem vorgetischt werden und der Prüfer dann sich ärgern muss. Eine weitere Frage hätte ich dazu noch, und zwar, wie wichtig ist Ihnen Detailwissen oder auch dann klinische Bezüge, wenn ich quasi so Fragen nicht beantworten kann, was macht das für einen Unterschied letztendlich? Also Detailwissen würde ich denken, ist das, was ja eben auch schon anklang, daran unterscheiden sich letztendlich die Noten. Ne? Mhm. Also das ist auch so, ich meine, die Fragen werden ja im Grunde sowieso tendenziell schwerer. Ne? Und was einen auch nicht aus dem Konzept bringen sollte, sondern irgendwie muss man ja unterscheiden. Das heißt, man möchte sie ja quasi auch genau an diese Stelle bringen, dass sie Fragen irgendwann nicht mehr beantworten können, wenn oben sozusagen Ende der Fahnenstange ist. Also bei der Physikumsprüfung, denke ich, ist es wirklich viel, viel wichtiger, einen Überblick über das zu haben. Wir haben die Kurse in der Anatomie, wir haben die Seminare und Praktika in der Physiologie. Dort gehen wir ins Detail. Das haben Sie mit den Scheinklausuren ja erledigt. Und im Physikum ist es viel, viel wichtiger, einfach mal einen Überblick zeigen zu können. Und klinische Bezüge sind uns natürlich sehr, sehr wichtig. Denn die Definition der Physikumsprüfung ist ja, dass man da die theoretischen Grundlagen und die klinischen Bezüge prüfen soll. Also Zusammenhänge sind eigentlich wichtiger als Details. Okay. Ist es von Ihnen aus gewünscht, dass sich die Prüfungsgruppe persönlich bei Ihnen vorstellt, vor der Prüfung? Oder stört Sie das eher nur? Es stört. Okay. Wir können machen das zum Beispiel so, dass wir eine gemeinsame Veranstaltung der Biochemiker und Physiologen machen. Wir haben uns auch schon überlegt, dass wir die Anatomen dazu einladen. Und dann ist der Hörsaal voll und dann stellen wir uns vor und erzählen ein bisschen was über den Prüfungsablauf, um den Leuten die Angst davor zu nehmen. Und dann haben eben auch alle Gelegenheit, die Prüfer, von denen Sie wissen, dass sie bei den geprüft sind, kurz zu sprechen, und damit ist die Sache auch gut. Okay. Also ich mache so, ich lege auch keinen Wert darauf, ich finde es auch nicht so besonders hilfreich, aber es gibt Prüfgruppen, die wollen es einfach, wahrscheinlich auch damit sie den Prüfer mal gesehen haben. Viel erfahren werden sie sowieso nicht. Das heißt, was kommt dran, dann sagt man Anatomie. Und, aber ich richte mich dann nach Studenten, ich verweigere das nicht, aber ich lege auch keinen Wert drauf. Das war auch eine häufige Frage, ob man was ausschließen könnte themenmäßig, aber das ist... Alles das, was im Gegenstandskatalog steht, ist auch Thema. Eigentlich Thema. Ja. Viele Prüfer sagen natürlich, schauen Sie, überlegen Sie nochmal, worüber habe ich denn meine Vorlesung gehalten, wo habe ich denn meine Seminare gehalten. Sie können sich denken, das sind meine Lieblingsthemen. Und da würde ich mich dann am ehesten drauf vorbereiten. Mehr als auf die anderen Dinge. Als abschließende Frage, legen Sie Wert auf auf Kleidung? Sollte man sportlich, leger, formell,
Hat das auf Sie einen Einfluss? Also, dass Sie was anhaben, ist schon essentiell. Ja. Die Art, denke ich, bei den meisten Leuten würde ich sagen, oder bei den meisten Prüfern glaube ich nicht, dass es das großer Wert drauf gelegt wird. Weiß ich aber nicht, ob man das verallgemeinern kann, ob es nicht doch einige Leute gibt, die da Wert drauf legen, dass sie was Bestimmtes anhaben. Es war ja auch generationenabhängig. Ja. Denn so klassischerweise hatte man ja schon sich dann in Schale geworfen als Prüfling, Männer mit Anzug und Krawatte. Aber ich denke, bei der jüngeren Prüfergeneration, sofern wir da noch dazu zählen, ist das nicht mehr wichtig. Überhaupt nicht.